Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor nichts haben die Kollegen von CDU, SPD, Grünen und FDP mehr Angst als vor wirklich freier, unvoreingenommener und ungefärbter Berichterstattung. Deshalb unterhalten Sie mit über 9 Milliarden Euro jährlich den teuersten Staatsfunk der Welt und, wie wir eben gehört haben, sperren Sie Leute ein, die das nicht nutzen und zahlen wollen. Deshalb setzt sich die CDU den Medienmogul von der Ruhr ins Kabinett. Deshalb wechseln Lokal- und Monitorredakteurinnen zwischen Redaktion und Landtag als seines Nachbarbüros. Ja, und deshalb unterhält die SPD mit der DDVG einen der größten Medienkonzerne Deutschlands, ganz frei und unabhängig natürlich. Und jetzt kommt dieses Internet und verdirbt Ihnen einfach den Spaß. Plötzlich ist keiner mehr auf Sie angewiesen und die von Ihnen alimentierten Redakteure, um sich ein Bild von der Welt zu machen. Ja, plötzlich sprießen kleine, wirklich unabhängige Journalismusprojekte aus dem Boden und bieten den Menschen Alternativen zur üblichen Einheitssoße und zum betreuten Denken bei der Tagesschau. Das stört Sie natürlich und die SPD stört es ganz besonders, denn mit jeder Zeitung, die weniger verkauft wird, hat sie auch weniger Geld in der Parteikasse. Und irgendwie wollen die Heerscharen von Funktionären natürlich alimentiert werden, denn Mandate gibt es ja auch immer weniger. Was macht man also, wenn das Geschäft nicht mehr so gut läuft? Was jeder Geschäftsmann tut? Marktforschung. Nur die ist teuer und der Geschäftsmann muss sie selber bezahlen, aber die SPD nicht. Die lässt den Steuerzahler dafür aufkommen und stellt eine große Anfrage im Parlament. Also nimmt die Landesregierung Steuergeld, viel Steuergeld in die Hand und macht Marktforschung für den SPD-Medienkonzern. Ob das am Ende was nützt, wage ich zu bezweifeln, aber ein Geschmäckle hat es auf jeden Fall. Die anderen hier im Haus machen da mit, weil natürlich auch sie von dieser Medienlandschaft profitieren und überdies eng mit ihr verflochten sind. Und so können sie sich einer wohlwollenden Berichterstattung sicher sein. Besonders natürlich die Grünen, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, die sich ja vor Hofberichterstattung kaum retten können. Sie können sich auch sicher sein, dass die immer zahlreicheren Linken und Linksradikalen in den Redaktionsstuben des Öffentlich-Rechtlichen nicht erwähnen, dass sie die ekelhaften antisemitischen Ausfälle der vergangenen Wochen mit ihrer sogenannten Willkommenspolitik selbst verschuldet haben. Sie können sich sicher sein, dass Ihre völlig durchgeknallte Corona-Politik mittels medialer Panikmacher gerechtfertigt wird. Sie können sich sicher sein, dass kein journalistischer Untergriff zu billig ist, um Ihnen lästige Konkurrenz vom Leibe zu halten. Nein, meine Damen und Herren, Sie wollen keine freie Berichterstattung und keinen funktionierenden Medienmarkt. Daran haben Sie überhaupt kein Interesse. Sie wollen die Berichterstattung, die Hofberichterstattung, wie Sie sie seit Jahrzehnten gewohnt sind. Und wo neue und unabhängige Medienprojekte entstehen, da bekämpfen Sie sie aufs Messer, um mit unserem Medienminister zu sprechen. Sie haben aus den Medienanstalten Zensurbehörden gemacht, die jetzt reihenweise kleine und unabhängige Blogger drangsalieren und abmahnen, weil sie unliebsame Wahrheiten aussprechen. Und wer kontrolliert die Medienanstalten? Sie selbst, meine Damen und Herren, Ihre Freunde von den Lobbyverbänden und vor allem auch die Redakteure und Standesvertreter der Altmedien. Meine Damen und Herren, das ist ein wenig so, wie wenn zwei Wölfe und ein Schaf über das Frühstück abstimmen. Nein, es ist sogar noch schlimmer, weil das Schaf nicht mal eine Stimme hat. Für Ihre Freunde bei den Zeitungen und beim WDR und bei den Altmedien gibt es so eine Kontrolle übrigens nicht. Wo kämen wir denn da auch hin? Das wäre ja schließlich Gleichbehandlung. Und wenn das alles nichts hilft, wenn Sie unabhängigen Berichterstattung damit auch nicht beikommen, dann geht man eben, Herr Reul, mit dem Geheimdienst ran. Wir haben es vor zwei Wochen gesehen, der sogenannte Verfassungsschutz, der im Auftrag der Regierung jetzt nicht nur lästige Konkurrenz drangsaliert, sondern auch noch unabhängige Medienportale. Das hat in NRW auch eine gewisse Tradition und ist vom Verfassungsgericht schon mal kassiert worden. Aber das muss man sich so vorstellen, das ist Deutschland 2021, um nicht zu sagen, das ist neues Deutschland. Vielen Dank.